Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Squad-Builder. Heute habe ich mal ein richtig starkes Team für euch am Start. Ich denke, das dürfte sich jeder leisten können. Es ist ein ganz besonderes Team, denn wir haben nur gelbe Links am Start. Das heißt, es ist ein NLW-Squad und es gibt nur Links. Das heißt, es gibt keine Dead-Links, keine roten Links. Und das sieht einfach richtig cool aus. Ja Freunde, dann wollte ich noch sagen, EA hat das offizielle Kartendesign für FIFA 16 bestätigt. Und falls ich da jetzt ein Bild reinblenden kann, dann mache ich das jetzt. Und ja, so sieht eben das neue Kartendesign aus. Ich finde es ehrlich gesagt nicht allzu cool, aber es ist auch nicht so schlecht. Also ich finde das jetzige ehrlich gesagt besser so hier, wie man das sehen kann. Aber es ist auch okay und ich denke, man wird sich schnell mal dran gewöhnen. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch schon mit dem Squad. Und im Tor haben wir keinen geringeren als einen Spieler namens Julio Cesar. Der war ja früher bei Inter Mailand ein absolutes Biest und seine Werte gehen auf jeden Fall klar. Ich rate euch nur nicht, Diego Alves zu nehmen, denn der macht bei mir wirklich zu viele Patzer. 1,86 groß, das reicht auf jeden Fall und der ist ein richtig konstanter Keeper. In der linken Verteidigung haben wir einen weiteren Brasilianer und das ist Marcelo von Real Madrid. Natürlich 81 Tempo, gute Allround-Werte, ein richtig guter Mann. Dann kommen wir zum zentralen Innenverteidiger, wollte ich schon sagen. Zum Innenverteidiger einfach. Und da haben wir wieder einen Brasilianer und es ist natürlich Thiago Silva von Paris Saint-Germain, 78 Tempo. Das ist einfach sein herausragender Wert, denn ich habe vorher ein Squad gebaut mit Mertesacker und da habe ich mir zuerst gedacht, ja, er hat eigentlich gute Physis und Defensivwerte, das dürfte nichts ausmachen, aber im Spiel war das einfach Horror. Und deswegen habe ich dann doch ein anderes Team gebaut und da ist eben Thiago Silva in der Innenverteidigung gemeinsam mit Miranda von Inter Mailand natürlich. Die neue Version natürlich auch sehr schnell, 76 Tempo, das ist einfach sau wichtig bei einem Innenverteidiger. Allgemein im FIFA ist natürlich das Pace das Wichtigste. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir auch den Rechtsverteidiger. Und da haben wir jetzt aber mal keinen Brasilianer. Oho, Abwechslung. Wir haben Konko mit 86 Tempo. Der ist auch richtig gut. Ich finde, einer der besten Rechtsverteidiger in der Serie A. Ich finde, Abate ist auch noch ganz geil. Aber er auf jeden Fall auch ein richtig starker Mann. Im zentralen Mittelfeld haben wir dann den Spieler namens Strootman. Keine Ahnung, Strohmann, den alten Strohmann. Hier haben wir ihn auch schon. Keine Ahnung, Strootman. Ja, könnte man ruhig so aussprechen. 68 Tempo, das geht klar auf der Position. Ich finde auch, er hat richtig geile Schuhe. Er hat so orangene Schuhe, sieht da aus wie so eine Ente auf dem Spielfeld. Richtig lustig. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal geben. Also den müsst ihr auf jeden Fall mal testen, um auf jeden Fall mal zu sehen, dass der wirklich aussieht wie eine Ente im Spiel. 83 Füße ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. 1,86 groß. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten zentralen Mittelfeldspieler. Und da haben wir einen Spieler, der gerade erst gewechselt ist. Und das ist ein weiterer Niederländer. Und der kommt aus der Barclays Premier League und das ist Wijnaldum. Der ist nämlich zu Newcastle gewechselt. Das habe ich erst gar nicht gewusst, aber dann, wo ich das Team gebaut habe, habe ich gesehen, aha, der ist jetzt auch in der Barclays. 4 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills, 83 Tempo. Ich denke, der müsste jedem bekannt sein. Den dürfte auch schon jeder mal gespielt haben. Und dann kommen wir zum zweiten zentralen Mittelfeldspieler und da haben wir, zum dritten zentralen Mittelfeldspieler. Da haben wir Ramirez natürlich von Chelsea, 88 Tempo. Und das ist einfach ein kranker Spieler, hohe Arbeitsraten, ein genialer Spieler fürs zentrale Mittelfeld. Und da machen wir, würde ich sagen, gleich mal den rechten Flügel und da haben wir natürlich auch einen Niederländer und es ist Arjen Robben mit absolut überkranken Werten. 93 Tempo, 86 Schießen, 92 Dribbling, 4 Sterne Skills, 2 Sterne Weakfoot, fallen ehrlich gesagt nicht so auf. Er ist einfach nur ein absolutes Biest. Mit dem kannst du durchsprinten, du kannst aber auch skillen. Ein absolutes Biest da auf dem rechten Sturm. Und dann machen wir auch schon den Stürmer und da haben wir Robin van Persie. Der ist ja jetzt auch gewechselt. 74 Tempo, 90 Shooting auf einer Normal Card. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. 4 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills. Und das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. 1,87 groß und der kann auch Kopfbälle reinmachen, wenn ihr das so braucht. Und dann würde ich sagen, machen wir den letzten Spieler. Den habe ich mir aufgehoben. Es ist einfach, das Biest schlägt hin. Das absolute Biest in FIFA 15. Und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es ist Bolasie, Team of the Season. 93 Tempo, 81 Schießen und 92 Dribbling. Dazu noch 89 Physis. Oh mein Gott, das absolute Biest auf dem linken Sturm. Und somit natürlich 5 Sterne Skills und somit ist das Team dann auch vollendet. Wir haben ein absolut geniales Team am Start, finde ich. Es ist mal was ganz anderes mit diesen Links hier. Alles nur gelb, das sieht auf jeden Fall auch mal viel geiler aus. Eine 84er Bewertung haben wir zusammengebracht, natürlich 100er Chemistry. Und ja, Freunde, das Team ist auf jeden Fall vervollständigt. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr Squad-Bilder sehen wollt, auch einen Daumen nach oben. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir es auch schon ins Gameplay. Natürlich ohne Commentary, da lege ich euch wieder ein
ein bisschen Musik dazu. Zwei Spiele habe ich gemacht, herausragend. War ganz klar Bolasie und Robben. Das waren einfach die absoluten Biester. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt auch schon ins Gameplay. Ich verabschiede mich aber schon und sage wie immer, ciao Leute, FIFA Stars. Thank you.